Okay, uns geben. Hier, es ist alles sauber. Ich glaube, ich muss von meiner besseren Hälfte auch noch mal ein Bit schicken. Vor allem das Schlimmste ist, Frosso schickt mir halt Katzenbilder. Der ist gerade im Zoo. Wie scheint. Und ich schicke ihm das Bild. Das ist so... Na... Das ist einfach nur so... No. No. Was? Yippie! Diese Welt ist... auf seltsame Weise schön. No. Ich lieb's! Wow, dieser Ort hat eine Menge... tote Pflanzen. Hm? Pflanzen! Du willst, dass es mir Pflanzen gibt? Das können wir tun. Wir müssen Samen sehen. Oh, oh, wie ich gerade dahin schmelze. Ob ich einfach gerade dahin schmelze wegen Wally? No, es ist einfach so cute. Ich sterbe vor Niedlichkeit. Ich eigentlich auch. Ich einfach auch. Alter. Ich meine, ich habe auf der einen Seite, ich habe damit gerechnet, okay, du siehst Disney-Charaktere und man ist, läuft halt auf dieser großen Map rum, die man da ja gesehen hat. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass es auch so kleine Story-Weltausschnitte gibt, wo du dann hinreist, die Leute dir noch hinterherlaufen und es einfach so verdammt niedlich ist. Ich meine... Oh. Ich krieg einen Anfall. Guter Zeitpunkt, dass Gott dich sieht. Der Niedlichkeitscounter würde halt einfach nur in die Höhe schnellen, ey. Ich glaube. Oh Gott, ich muss wieder ganz kurz abreagieren. Kennt du, so cute ist ja, ich halt auch, ey. Oh Gott. Jo, mega cute. Okay. Wo, wow. Pflanzen. Sie sehen wunderschön aus. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Aber jetzt brauche ich deine Hilfe, Wally. Oh. Wirst du in mein Dorf kommen? Es steckt in Schwierigkeiten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Oh. Man hat das Gefühl, als wärst du dir nicht sicher, ob du kommen sollst. Vielleicht hat Merlin eine Idee, wie du dich bei uns wohler fühlen würdest. Ich werde ihn fragen. Mein breites Grinsen sehen, weil es so cute ist. Ich kann es mir vorstellen, Kitty. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir einfach nur vorstellen. Okay, ist Merlin hier drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Merlin hat sich wahrscheinlich nach draußen verkrümelt. Ey, oh mein Gott. Wie kann ein Spiel nur so cute sein? Wo ist Merlin daraus, Schwarzpark? Ja. Ui! Ich kann mir da was holen. Mondsteine. 100. Gesperrt. Premium freischalten. Ich gehe erstmal essen, wie Hunger. Mach das.
Mach das. Bis kurz vor 21 Uhr bin ich auf jeden Fall noch da. Danach muss ich selber auch was essen. Mondstein, jetzt auch noch Sailor Moon. Wusstest du gar nicht, dass die Disney sind? Ah. Okay, Merlin. Merlin, wo bist du? Okay, da ist Goofy. Den habe ich mir jetzt mal wieder gefunden. Danke für alles, Adalia. Du hast meine Angel gefunden und mir geholfen, den Stand herzurichten. Du bist eine wahre Freundin. Ich tue alles, um meinen Freunden zu helfen. Ach, was soll's. Ich bin wirklich stolz darauf, dein Freund zu sein. Hier ist eine Kleinigkeit, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich schätze. Es ist eine kostenlose Probe einiger der Samen, die ich auf der Wiese verkaufe. Hi. Ich habe ständig neue Sachen im Verkaufsstand. Also komm vorbei, wann immer du willst. Du könntest sogar ein Investor sein und mir helfen, ihn noch besser zu machen. Das könnte ich tun, ja. Dann könnte ich noch mehr Saatgut verkaufen. Schön, dich zu sehen. Mir geht's super. Das ist fantastisch. Sag mal, ich wollte gerade etwas kochen. Willst du mir helfen? Sicher, helfe ich dir beim Kochen. Okidoki, zuerst müssen wir die Zutaten sammeln. Wir brauchen frischen Basilikum und Oregano. Die wachsen überall auf dem Hauptplatz und auf der Wiese. Wenn du welche besorgst, hole ich die Töpfe und Pfannen. Wir sehen Okay, uns. aber ich brauche immer noch Merlin. Da hinten läuft er rum. Und wie er läuft. Ich kann in die Zukunft sehen, also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Ah gut, da bist du ja. Schön. Der schüchterne kleine Roboter. Wall-E? Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Ein süßer kleiner Roboter. Früher schien er im Tal recht glücklich zu sein. Ich nehme an, du musst erst sein Vertrauen gewinnen. Was mag er? Müllwürfel anscheinend. Ja, das ist zwar sein Beruf, aber ich glaube nicht, dass er seine Leidenschaft ist. Sieh in Betracht, ihm Dinge mitzubringen, die er als Schatz ansehen könnte. Auch wenn sie dir wie Müll vorkommen. Sprich mit Dagobert Duck. Er ist auch ein Sammler, weißt du? Vielleicht hat er ein paar Krimskrams und Schnickschnack, die du Wally bringen kannst. Wer weiß, vielleicht wird aus Herrn Ducks Müll der Schatz von Wally. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ja, es war. Ah. Ich will eigentlich nur. Nein, ich. Sehr schön. Ich will eigentlich nur das Menü. Danke, sehr freundlich von dir. Okay. War wohl nichts mit ins Menü gehen. Also bei ihm, da, um zu gucken. Egal. Haben wir noch eine Aufgabe? Wir kriegen ja eigentlich 30.000 Aufgaben, ne? Neue Aufgabe verfügbar. Ach du Kacke. Folge Merlin zur Säule auf der Wiese. Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Bin nur dezent verwirrt. 1000. Wie viel habe ich? 500. Bist du ja. Die Säule ist nur eine von vielen, die im Dorf verstreut sind. Solange ich mich zurückerinnern kann, schützen die Säulen das Tal, waren es vor dunkler Magie. Aber jetzt nicht mehr. Die Säulen sind beschädigt. Wie kann ich sie reparieren? Indem du sie wieder ganz machst. Finde die wichtigsten fehlenden Teile der Säule. Jede Säule enthielt einst eine Kugel der Tugend. Die Kugeln enthalten mächtige Magie. Jede von ihnen steht für eine Tugend, auf deren Grundlage die alte Herrscherin das Tal erbaut hat. Diese Tugenden gehören zu den mächtigsten Arten der Magie. Vertrauen, Freundschaft, Macht, um nur einige zu nennen. Macht ist eine der Tugenden? Ja, Macht kann tugendhaft sein, wenn sie weise ausgeübt wird. Was leider selten der Fall ist. Das ist der Grund, warum wir diesen magischen Schlamassel durchleben mussten. Was ist mit den Kugeln passiert? Als unsere Herrscherin verschwand, gingen einige verloren. Manche wurden vergessen.
und andere wurden ihrer Magie gestohlen. Ich muss die Kugeln finden. Damit das Dorf sicher bleibt. Genau, solange du nur das Beste für das Dorf im Sinn hast, wirst du auf dem richtigen Weg bleiben. Die Säule enthielt die Kugel der Freundschaft, eine der mächtigsten Kugeln des Dorfes. Die Kugel hat sich jetzt einen Nachtdorn verfangen, das stärker ist als alles andere, denen du bisher begegnet bist. Da die Kugel verfangen ist, ist der Brunnen auf der Wiese mit einem Fluch belegt und wir können ihn nicht mehr benutzen. Du musst die Kugel von den Dorn befreien, indem du beweist, dass du die Kraft der Freundschaft besitzt. Ich bin eine tolle Freundin. Ja, das bist du. Aber ein bisschen Bescheidenheit hat doch niemandem geschadet. Vergiss nicht, dass es zwar wichtig ist, dass unsere Freunde in Dreamland Valley zurückkehren. Aber wir dürfen euch auch nicht all jene vergessen, die bereits hier sind und versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen. Kleine Taten der Hilfsbereitschaft können viel bewirken. Wie wenn man jemandem ein Geschenk macht, einfach weil man glaubt, dass es ihm gefällt. Zeit miteinander verbringen. Wie nennt ihr Kinder das heutzutage? Zusammen abhängen. Also, rede mit dem Dorfbewohnern, um sie besser kennenzulernen. Aber am wichtigsten ist, dass sie dich kennenlernen. Wenn du das verstanden hast, wird die Kugel der Freundschaft dir gehören. Bringe sie an ihren rechtmäßigen Platz zurück und der Fluch des Brunnens wird aufgehoben sein. Und jetzt lauf! Okay. Hinten sind noch Dornen. Ich habe also noch nicht mal alle entfernt. So. Oregano. Hallo, schön dich zu sehen. Mit einem Plausch. Hilfe. Sie wollen alle was von mir. Ich weiß halt noch nicht mal, wo diese Kugel sein soll. Aber wir sprechen das mal mit Dagobert. Hallo, hier bin ich. Hi. Sei gegrüßt, Nachbar. Kinder, die auf den Kopf. Oh Gott. Das schüchterne kleine Roboter. Sei gegrüßt, Herr Daria. Was kann ich an diesem schönen Tag für dich tun? Ich muss ein interessantes Objekt für einen Freund finden. Einen Regenschirm? Leider habe ich keinen Regenschirm mehr. Vielleicht etwas anderes? Ich muss ein interessantes Objekt für einen Freund finden. Ein Feuerlöscher. Ah ja, ich habe einen Feuerlöscher im Angebot. Ich kann ihn dir aber nicht gratis geben. Wenn du mir allerdings etwas Granat bringst, gebe ich ihn dir gerne. Auf Wiedersehen und Scheiße, ich brauche Granat. Brauch Granat. Granat, das habe ich dir doch gerade eben gegeben. Ich habe dir doch Granat bereits gebracht. Okay. Nähe. Muss ich Granat nochmal suchen?
Haben tue ich, da ist es. Haben tue ich leider auch keins mehr. Schimpfst du, ich brauche zwei. Zweimal Granat. Nee. Überall kein Granat. Ich bin kein Granat. Furchtbar gerade. Hier ist noch. Ich finde kein Granat. Ich finde kein Granat. Ich hoffe nur, dass das nicht limitiert ist. Die Granat finde ich gerade nicht. Da ist so eine Kiste. Turnschuhe. Braucht doch nur Granat. Wenn ich Granat nicht finde, dann muss ich gleich erstmal eine der Nebenquests machen. Dafür brauche ich halt diese roten Steinchen. Glaube ich. Okay, ich gehe erstmal zum Haus zurück. Ja, keine schlechte Idee. Kann ich nochmal gucken, dass ich was zu essen mache. Aber warte mal. Was hatte ich denn noch an Aufträgen? Freundschaftslevel mit 3 Bewohnern.
Sprich mit Goofy. Traumscherben. Fischbrötchen und Rohkost. Ist jetzt nur das Problem. Kann ich noch gar nicht. So, das kann ich. Bei. Okay. Okay, dann wieder raus. Und wenn ich Goofy finde, ist ja auch nicht verkehrt. Da hinten ist Goofy. Ja gut, roten Granat finde ich jetzt gerade nicht. Hallöchen. Oh Junge, stell dir vor, was wir mit all diesen großartigen Zutaten kochen können. Lass uns etwas kochen, das jeder liebt. Okay. Oh. Yippie, los, lass uns kochen. Meinetwegen. Koche ein Gericht mit Basilikum oder Oregano. Oregano. Was ist eigentlich hier drin? Bei wichtigen Entscheidungen spreche ich immer erst mit Merlin. Schließlich ist er ein Zauberer. Sagt mir oft, ich solle meinem eigenen Urteil vertrauen, was meiner Meinung nach ein sehr guter Rat ist. Die Zeit wird knapp, was auch immer ich tue. Ich muss beschützen. Merlin wird wissen, wie tun. Kistechen. Ohne Brille. Okay, dann ist da also nichts Besonderes mehr. Jo. Also Gerichte mit Basilikum oder Oregano. Fisch, Weizen und Salat. Fischbrötchen! Geil, ich habe ein Fischbrötchen gezaubert. Schön, dich zu sehen. Riecht das gut. Jeder wird einen Teller haben wollen. Wenn das so weiter, wenn du so weiter kochst, wirst du dir in kürzester Zeit all deine Nachbarn zu Freunden machen. Wow. Es gibt nichts Besseres als ein gemeinsames Essen, damit sich eine Nachbarschaft wie eine Familie anfühlt.
Na, wie geht's? Okay, er fordert... okay. Fischbrötchen, Basilikum. Habe ich noch Basilikum? Ich habe noch Basilikum. Ha, das gefällt mir. Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Juhu, Level 3. Bergbau. Und Level 6. Und irgendwas anderes habe ich da bekommen. Hoch. Okay. So. Schön, dich zu sehen. Lass es abhängen. Bis bald. Wir müssen ja eh Granate abbauen, irgendwie. Da. Danke, Goofy. Hast du eine Minute Zeit? Nein, das will ich nicht. Freundlichen Dank. Hallo. Sehr gegrüßt und herzlich willkommen. Yeah. Hast du den Granat? Ah, ich sehe ihn in deinen Händen funkeln. Oh, es sind wahre Schönheiten. Hier, bitteschön. Dein eigener Feuerlöscher. Wenn du auf der Suche nach weiteren Gegenständen für die Sammlung deines Freundes bist und hier nicht fündig wirst, solltest du mit Mickey und Goofy sprechen. Auf Wiedersehen und bis bald. Sei gegrüßt, Nachbar. Zeig mir, was zu tun. Nur um die Wirtschaft dieses Dorfes anzukurbeln, natürlich. Selbst wenn das bedeutet, ein kleines Feuer und der Goofys Hintern anzuzünden, um ihn auf Trab zu bringen. Das ist aber nicht nett. Puh, wie du willst. Verdiene dein Geld, indem du die ganze Arbeit selbst machst, wenn du es so willst. Freundlichen Dank. Okay. Ich mit. Hi. Na, wie geht's? Was höre ich da von einem kleinen Roboter, den du ins Tal bringen möchtest? Wally. Ja, er ist sehr schüchtern. Ob du es glaubst oder nicht, auch ich bin manchmal ein wenig schüchtern. Ich höre, suchst du noch interessanten Sachen, um dem kleinen Kerl zu helfen, aus sich rauszukommen. Ich wünschte, ich hätte etwas für dich. Tut mir leid, aber ich würde dir gern diesen Stiefel zeigen, den ich neulich aus dem Teich gefischt habe. Und weißt du was? Daran wächst eine Pflanze. Gib mir den Stiefel. Ich bin wirklich angetan von dem Stiefel. Ich will sehen, wie sich die Pflanze entwickelt. Und du weißt ja, wie Stiefel so sind. Sie sind immer zu zweit. Du solltest in den Teichen auf der Wiese angeln gehen. Ich wette, du wirst seinen Partner finden. Wir sehen uns. No. Ein Wels! Wir haben ein Wels gefangen. Oh Mist.
Und ich habe den Sprossenstiefel. Hallo, Kumpel. Wie geht's denn so? Erzähl mir von deinen Wochenplänen. Ich hab irgendwas für dich. Smaragd, ne. Wenn nicht. Ich hätte den Burger, aber... Ja. Meinetwegen. Den Burger brauche ich, glaube ich, für was anderes noch. Oh, Rohkost. Huch. Manchmal... Wie ich hörte, hast du einen neuen Freund gefunden, den du ins Tal bringen kannst. Sein Name ist Wally und er ist... ein Gärtner, genau wie du. Das ist großartig. Wir können ihm im Garten jede Hilfe gebrauchen, die wir bekommen können. Du suchst also nach einem Geschenk, mit dem du sein Vertrauen gewinnen kannst. Nun, ich habe einen tollen Hüpfball, der ihm gefallen könnte. Das würde ihm gefallen. Er ist bei mir zu Hause. Danke, Kumpel. Gerne. Ja. Ich habe es gefunden. Bringe Wally die Gegenstände. Okay, das machen wir auf jeden Fall noch fix. Das machen wir fix. So. Und danach werde ich aber tatsächlich doch schon auswarten, weil ich krieg so langsam Hunger. Oh. Und ich müsste echt was essen. Leider, leider. Aber wahrscheinlich spielen wir es morgen vor Final Fantasy noch weiter. Möchtest du dies weitergeben? Ja. No, oh, cuteness. Hui, wow. Ich wusste, sie würden dir gefallen. Ich hoffe, du fühlst dich im Tal zu Hause. Da gibt es noch viel mehr zu sammeln. Yippie! Wally, tada! Du zeigst mir dich selbst. Heißt das, du willst mitkommen? Großartig, ich bereite dein Haus vor. Sorge dafür, dass Wally sich im Dorf wohlfühlt und ihm ein Haus baust. Okay. Also sollen wir ihm jetzt ein Häuschen bauen? Kann man schon vorstellen, wo. Du findest es im Bereich Möbel. Öffne das Inventar oder drücke Y. Öffne das Haus, Häusermenü und wähle das Haus, das du platzieren möchtest. Möbel. Möbel. Wally. Lastwagen. Wo wir Wally hinpacken. Ja. Einen schönen Tag noch. Der kleine Roboter scheint ein wenig nervös zu sein, aber keine Angst. Wir können ihm bald einen Ort bieten, an dem er sich zu Hause fühlt. Das Duck-Bauunternehmen ist sein zuverlässigster Partner in allen Fragen rund ums Bauen.
Wir brauchen 2000. Heide Witzka. Hallo. Also, nein. Ich wollte nur verkaufen. Auf Wiedersehen und bis bald. Hallo, Kumpel. Verkaufen. Okay. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mehr Geld dran scheffeln. Ich glaube, wir hätten auch genug, wenn ich nicht so viel ausgegeben hätte. Jo. Aber. Ich mach das mal kurz weg. Ich würde sagen, wir machen hier morgen weiter. Weil 4,5 Stunden reichen für heute. Weil dann habe ich noch den restlichen Abend ein bisschen für mich. Aber morgen ist Fotos dann ja schon wieder da. Und dann gucken wir mal. Einstellung. Spiel speichern.